Ja, Freunde, willkommen zurück bei Randall's Monday. In der letzten Folge haben wir mitbekommen, dass anscheinend schon wieder Montag ist. Ja, und das versuchen wir jetzt natürlich rauszufinden. Der Penner sagt natürlich, wir sind nur in der Zeitschleife gefangen, die, ja, keine Ahnung, damit was zu tun hat, dass alles, was wir anfangen, sich in der Gegenwart, in der Vergangenheit verändert, sodass doch die Gegenwart angepasst ist. Ja, jetzt schauen wir mal, was hier so Den Sache lasse ich ist. lieber in Ruhe. Der ist voll ins Gespräch vertieft. Okay, wir sollen aber. Ach stimmt, naja gut, ich gehe mal lieber doch zur Bar, denn hier soll ich ja definitiv hin. Aber der Penner hat uns gesagt, ah, geht doch mal hier hin. So, die Station, Pfandleihe. Ach Ich hier. sollte zu Matt fahren. Kramer klang ziemlich angepisst. Ich fordere das besser nicht heraus. Ich sollte zu Matt. Ich sollte. Okay. Ja, da sind wir wieder. Da wollte ich doch einfach nur zum Dings. Ding dong. Okay, er Ich fragt habe schon hier noch nie häufig. angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Warum denn nicht? Verschlossen. Jetzt nicht. Okay, dann gehen wir nochmal in Metzbude. Hallo, Sally. Hey, Sally, wie geht's dir? Halt die Fresse! Halt deine Scheißfresse! Was ist mit dir Hey, los? was habe ich denn gemacht? Oh, richtig! Du tust niemals irgendwas, Randall Hicks! Gott, ich hab dich so satt! Hau ab! Was ist denn mit dir los? Was ist denn in dich gefahren? Normalerweise fängst du nicht an zu schreien, bis ich was kaputt gemacht habe. Weißt du, das würde ich gern, aber Dick Tracy lässt mich nicht. Beruhige dich, Sally. Wir stehen das durch. Was ist denn in dich gefahren? Normalerweise fängst du nicht an zu schreien, bis ich was kaputt gemacht habe. Das kann doch alles nicht wahr sein! Was soll ich nur machen? Wir haben die Hochzeit schon bezahlt. Ich glaub's einfach nicht. Was tue ich jetzt? Was zur Hölle tue ich jetzt nur? Ganz ruhig, alles wird gut. Was? Willst du mich verarschen? Naja, das sagt man doch in so einer Situation, oder? Raus. Im Ernst. Lass mich einfach allein. Da ist ein Kopf, der auf dich in der Küche wartet und der sieht nicht sehr glücklich aus. Hat er gesagt, was er will? Übrigens ist gestern irgendwas passiert. Meine Erinnerung ist etwas vernebelt. Was hat mir diesmal angestellt? Okay, hier mein Tipp. Lern mal deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Übrigens ist gestern Ja. irgendwas passiert. Meine Erinnerung ist etwas vernebelt. Du willst wissen, was passiert ist? Tja, ihr seid passiert. Ihr habt's mal wieder verbockt. Ja, wie denn? Alles, was ich wollte, war meine Verlobung feiern. War das denn zu viel verlangt? Aber wir haben doch eure Verlobung gefeiert. Oder nicht? Das ist also deine Vorstellung von feiern? Mein Verlobter hat sich buchstäblich über unsere ganze Küche verteilt. Oh ja, was für eine Feier! Über die ganze Küche verteilt? Ganz genau! Was zur Hölle hast du ihm gestern gesagt? Gar Ich? nichts. Gar nichts. Du hast was gemacht. Ich weiß es einfach. Hey, er war mein bester Freund. Ich würde nie etwas tun, das ihm schadet. Permanent schadet. Hat der Kopf denn gesagt, was Hat er er will? gesagt, was er will? Nein, aber denk, du hast etwas mit all dem zu tun. Und ganz ehrlich, das glaube ich auch. Naja, das stimmt aber nicht. Mal echt, blinder Vandalismus ist mehr mein Ding, das weißt du doch. Du widerst mich an. Warum? Wegen dem, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Lies den Brief, dann weißt du's. Welchen Brief? Matts Abschiedsbrief. Oh, der Den Brief. hat er doch schon gelesen. Was hat Matt diesmal angestellt? Du weißt es wirklich nicht? Woher denn? Weil du ihn immer zu allem möglichen verrückten Scheiß anstiftest. Na los, sieh dir dein jüngstes Werk an, du wirst beeindruckt sein. Sieht für mich nicht so lustig aus, du Mörder! Ich? Was? Halt's Maul! Alter, reg dich ab. Okay, hier mal ein Tipp. Lern mal deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Wutausbrüche! Wutausbrüche! Ja, genau das ist es. Ja, Wutausbrüche, genau das ist es. Sie ist gerade wirklich instabil und ziemlich angepisst. Ich lasse sie mal lieber mit ihrem Wahnsinn allein. Mache das mal. Dann gehen wir mal in die Küche. Heilige Hey, Scheiße, was du willst. Alter! Das habe ich nicht erwartet. Und was hast du erwartet? Frischen Apfelkuchen? Der war gut nett. Naja, nicht unbedingt ein Apfelkuchen, aber schon irgendwie Gebäck. Mr. Randall Hicks? Ja.
Nee, ich hab's nicht lieber, wenn er mich Susan nennt. Der bin ich. Gut. Ich will nur sicher gehen, dass ich den Richtigen erwische. Sicher. Moment, was? Hast schon richtig verstanden. Ich durchschaue dich, Hicks. Inwiefern denn? Auf die Küche zu verschmutzen. Hey, finden Sie es nicht etwas unhöflich, Leute nach dem Äußeren zu beurteilen? Oh, sieh an. Wir haben uns einen Witzbold geangelt. Denkst du, das hier ist witzig? Na, sag schon, Witzbold. Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Einerseits tut Matt mir leid. Wieder mal. Andererseits, also sein Torso da so auf dem Boden, überall Blut, das ist ein ganz neues Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, aber auf eine gewisse Weise ist es komisch. Ja. Definitiv. Matt, tut dir wieder mal leid? Was soll das heißen? Oh, nichts. Er ist nur einmal im Vergnügungspark verloren gegangen und hatte echt Angst, aber das war nichts, was man mit einer Monsterportion Zuckerwatte nicht hätte wieder hinbekommen können. Okay, kommen wir mal zur Sache. Woher wusstest du, dass das Matthew Griffins Leiche ist? Sieht man doch. Dieses Charisma, diese Grazie, diese Eleganz. Wer sonst sollte es sein? Seine Kleidung ist unverwechselbar. Ich meine, selbst wenn er sich an Weihnachtsmann als Osterhase verkleidet, würde ich Matt noch wiederkennen. Sagen wir einfach mal, ich hatte das Gefühl, dass ich genau diese Situation schon einmal war. Nee, mit den. Seine Kleidung ist unverwechselbar. Ich meine, selbst wenn er sich an Weihnachten als Osterhase verkleidet, würde ich Matt noch wiedererkennen. Und was zur Hölle hat der Osterhase mit Weihnachten zu tun? Wow. Tatsächlich verkleidet er sich als der fröhliche Mordhase. Aber wir sagen den Leuten immer, es sei der Osterhase, um Missverständnissen vorzubeugen. Das ist wirklich dämlich. Tut uns wirklich sehr leid, dass wir Weihnachten auf unsere Art feiern. Genug. Meine Geduld ist am Ende. Sag mir besser alles, was du hierüber weißt, sonst breche ich dir deine Nase und behaupte, du hast versucht, mich anzugreifen. Alles klar? Okay. Ja, ich bin einer von diesen Cops. Ich glaube, ich hatte gerade ein Flashback. Sicher, dass du sonst nichts sagen willst? So sicher, wie heute Montag ist. Und es ist doch Montag, richtig? Richtig. Woher kanntest du Mr. Griffin? Wir sind zusammen aufgewachsen. Oh, und ich sollte sein Trauzeuge sein. Ich kannte ihn kaum. Wir sind beinahe eineiige Zwillinge. Wir sind zusammen aufgewachsen. Aber ich schwöre, ich habe seinen Robotaschenrechner nicht geklaut. Ich habe keine Ahnung, wie der in meine Spielzeugkiste geraten ist. Ehrenwort. Du zögerst mir etwas zu viel, Junge. Man klaut seinen Freunden nichts. Das ist einfach nicht richtig. Ich sagte doch, ich habe nichts gestohlen. Du verrätst dich selbst, du Trottel. Ich weiß nicht nur, dass du was zu verbergen hast, sondern jetzt weiß ich auch, dass es was mit Diebstahl zu tun hat. Und deinem dummen Gesicht nachzuurteilen, machst du das ziemlich oft. Fast schon aus einem Impuls heraus, was? Das stimmt doch gar nicht. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe nichts davon gesagt. Wir sind zusammen aufgewachsen und wir waren sehr gute Freunde. Und das war's. Ah, Kindheitsfreunde, ja? Interessant. Ja. Ja, und das war's. Und das ist alles? Ja, das war alles. Ich will jetzt gehen. Nicht so schnell. Ich will genau wissen, wo du warst und was du gemacht hast, als dein Freund hier sich entschlossen hat, die Wände mit seinen Innereien zu verschönern. Naja, also das ist etwas kompliziert, weil, lustige Sache. Oh, wirklich? Na dann schieß los. Ich liebe lustige Geschichten. Ich auch. Sehen Sie, ich habe gestern eine Menge gemacht, war ein irrer Tag, aber dann bin ich aufgewacht und nichts davon war passiert. Ich meine, schon irgendwie, aber nicht gestern, sondern heute. Aber nicht im selben heute. Verstehen Sie? Nein, tue ich nicht. Und das war nicht lustig. Also frag ich einfach nochmal. Was hast du letzte Nacht gemacht? Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Mein Vermieter sagte, ich wäre gestern betrunken nach Hause gekommen. Ich erinnere mich daran, genau hier mit Ihnen gesprochen zu haben. Bin ich hier bei der versteckten Kamera? Ich nehme den Mr. Marconi mal als Ali. Mein Vermieter sagte, ich wäre gestern betrunken nach Hause gekommen. Und dein Vermieter ist wer? Mr. Marconi. Threepwood Street 15. Und du weißt, wo es für dich hingeht, wenn er dein Alibi nicht bestätigt, oder? Ja. Mein Arsch wandert direkt ins Gefängnis. Du lernst schnell, aber irgendwas ist da noch. Es steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Nein. Das ist einfach nur mein scheiße wie langweilig Gesicht. Und wenn wir dann fertig sind, würde ich gerne abhauen. Ich habe eine Menge auf dem Zettel, verstehen Sie? Nicht so schnell, Allison. Das hier ist noch nicht vorbei. Allison? Jetzt ist es Allison. Echt jetzt? Gefällt dir nicht? Dann verklag mich doch. Nee.
Im Ernst, was wollen Sie von mir? Ich weiß nichts. Was wollen Sie denn noch? Eine Autogrammkarte? Erwarten Sie, dass ich sage, ich habe ihn getötet? Wird nicht passieren. Ach kommen Sie, lassen Sie mich schon den blöden Brief lesen, wir sind hinter uns, okay? Im Ernst, was wollen Sie von mir? Ich weiß nichts. Du standest dem Opfer nahe und dein Name tauchte im Abschiedsbrief auf. Meinst du nicht, das macht dich verdächtig, Olivia? Oh, großer Gott, suchen Sie sich einfach einen Frauennamen aus und bleiben Sie dabei, okay? Sie verwirren mich. Das ist mein Job. Was wollen Sie denn noch? Eine Autogrammkarte? Ich würde ein unterschriebenes Geständnis vorziehen. Ich weiß, dass du was verheimlichst und ich werde nicht aufgeben, bis ich herausgefunden habe, was das ist, Miss Hicks. Erwarten Sie, dass ich sage, ich habe ihn getötet? Wird nicht passieren. Natürlich nicht, das weiß ich doch. Aber ich will wissen, wie tief genau du drin steckst. Und ich presse das aus dir raus. Alles. Und ich glaube, ich werde es genießen. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mich schon diesen blöden Brief lesen, dann haben wir es hinter uns. Nur zu, lies ihn. Aber ich sag dir jetzt schon, du siehst nicht sehr gut darin aus. Oh, und beweg deinen Arsch hierher zurück, wenn du durch bist. Alter, komm. Aber ganz ehrlich, wie hat Matt es geschafft, sich so zu zerhäckseln? Weil er müsste ja gleichzeitig den Kopf, die Arme und die Beine in diesen kleinen Mixer gestellt haben. Das ist unmöglich! Hey, das ist ja ein Tatort. Nicht ins Blut treten, kapisch? Ich wollte nur gucken, Mensch. Ach, scheiße. Wie konntest du sowas nur machen, Matt? Oh, Spurensicherung ist sicher ein cooler Job. Der hat noch kein einziges Tatortfoto gemacht. Muss er auch nicht. Ich habe hier noch einen Brocken gefunden. Oh. Oh Mann, dieser Mixer ist wirklich klasse. Ja, ich habe mir gerade selber einen übers Internet bestellt. Etwas mehr Respekt, bitte. Ich bin sicher, er wusste nicht, was er tat. Das wusste er ganz genau. Das hier ist eindeutig Selbstmord. Aber wie ist das möglich? Junge, wir wissen, was wir machen. Und wie könnt ihr euch so sicher sein? Erstens, das Spritzmuster an der Wand. Schau dir den Winkel an. Da sieht man ganz genau, dass er es selber war. Hat sich nach und nach in den Mixer geschoben. Wie denn? Aber hast du nie Dexter gesehen? Wir sind ein bisschen wie er. Alter, so kannst du das doch nicht sagen. Wir sind keine Psychos. Und wie hat er das ganz allein hinbekommen? Junge, es gibt eine Menge technische Details, die du nicht verstehen würdest. Aber der beste Beweis ist doch immer noch der Abschiedsbrief, den er geschrieben hat. Ah, oh, aber was, wenn ihn jemand dazu gezwungen hat? Glaub ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, hauptsächlich, weil er ein Handyvideo gemacht hat. Und was für ein Handy das war. 600 Megapixel Kamera, 6G, dreifach 3D, Multitouchscreen. Ist ja gut. Genau. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber wisst ihr, ob er leiden musste, bevor er starb? Und er hier hat übrigens die Synchronstimme von Chase aus Dr. House, würde ich sagen. Was, habt ihr irgendeine Ahnung, was passiert ist? Ich muss dann mal... Es ist vielleicht eine blöde Frage, aber wisst ihr, ob er leiden musste, bevor er starb? Ja, er hat schrecklich gelitten. Der größte Teil des Videos ist herzzerreißendes Schreien. Aber mein Lieblingsteil ist, wenn der Schock einsetzt und er anfängt, My Way zu singen. Was? Wow, darf ich das mal sehen? Nein, darfst du nicht. Schluss mit dem Rumgealber, Ladies. Das hier ist eine ernste Sache und ich werde ihr auf den Grund gehen. Matthew Griffin war nicht der Typ für plötzlichen Selbstmord. Irgendwas übersehen wir. Ich glaube, ihr Trenchcoat stellt Checks aus, die ihre Expertise nicht bezahlen kann. Oh. Ah ja. Ich sehe, ich lag nicht falsch, was dich angeht. Du bist die Sorte Müll, die ich gern recycle. Schluss mit den Spielchen, Senorita. Das geht für dich mächtig schief. Habt ihr irgendeine Ahnung, was passiert ist? Das Video gibt nicht viel her. Ist nur Blut und Gemetzel. Aber wenn man sich den Brief so ansieht, merkt man deutlich, dass er ein sehr unsicherer, trauriger Mann war. Was, bist du jetzt etwa auch ein Seelenklempner? War nur meine Meinung, Sergeant. Konzentrier dich einfach auf die Fingerabdrücke. Alter, kannst du dich mal sehen lassen? Vor allem, wie ist er hier hingekommen, wenn ich nicht mal hier lang darf, ja? Wegen Blutspritzern. Warum steht er da hinten? Und habe ich nicht gerade hier... Ach, ist ja auch egal. Ich muss dann mal... Ja, lesen. Hey, was glaubst du, was du da machst? Das ist ein Tatort. Fass nichts an. Ich will aber ein andermal. Na dann, Abschiedsbrief. Oh, Captain, mein Captain. Die schwere Fahrt ist aus. Eine ungewisse Zukunft erwartet uns. Und das erste Mal habe ich Hoffnung. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert menschlichen Lebens erkennen kann, können wir es vielleicht auch.
Ich möchte Randall für jede einzelne seiner selbstsüchtigen Taten danken. Dank dir sind meine Augen jetzt endlich offen. Und jetzt, da du mir das genommen hast, was mir am liebsten ist, weiß ich, ich muss den Tod nicht fürchten. Dir möchte ich auch danken, Mutter. Danke fürs Renovieren der Küche, für all die hochwertigen Geräte. Aber das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich dich zurücklasse, Sally. In diesem Karussell, das wir Leben nennen, warst du das Beste, was mir jemals passiert ist. Es tut mir leid, dir das anzutun, aber du musst weitermachen. Flieh vor diesem Wahnsinn und dreh dich nicht um. Lass dich von Randall nicht auf die dunkle Seite ziehen. Das allein zählt. Fall nicht auf ihn herein. Eine Sache noch. John mit dieser Maschine zu sehen, es machte die Dinge plötzlich so klar. Der Terminator würde niemals aufgeben. Er würde ihn niemals verlassen. Alter, und er würde Terminator ihn niemals 2. wehtun, niemals anschreien, niemals trinken und ihn schlagen oder sagen, er sei zu beschäftigt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Er würde immer da sein. Und er würde sterben, um ihn zu beschützen. Von allen Möchtegern-Vätern, die kamen und gingen, war dieses Ding, diese Maschine, der einzige, der etwas taugte. In einer wahnsinnigen Welt war das die einzig rationale Entscheidung. Ergebenst Walt Whitman. Walt Whitman? Der Name sagt mir jetzt nichts, aber könnte jetzt natürlich aus Breakfast Club sein. Nicht Breakfast Club, Club der Toten Dichter. Das hier definitiv Terminator 2. Wobei, das könnte auch von Terminator 1 gewesen sein, aber trotzdem, ganz ehrlich. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Den Selbstmord mal außen vor. Reinste Poesie. Ich habe immer noch das Bild in meinem Kopf, wie beide spielen, während die Mutter im Hintergrund steht, das Messer in der Hand. Alter, ich bin zu Tränen gerührt. Ich sollte sie besser nicht mehr stören. So, Sergeant Kramer. Kann ich dann bitte gehen? Sie haben meine Nummer, also wenn Sie was brauchen, rufen Sie einfach an. Hey, warum so eilig? Sehen Sie, ich habe noch mehr Leute in den Selbstmord zu treiben, Beweise, die ich vernichten muss. Ich bin echt beschäftigt. Du nimmst das hier einfach nicht ernst, Kleiner. Das wird dir noch leid tun. Und wieder eine Zicke auf dem Boden. Pfeife, ey. Haben Sie mich gerade Kleiner genannt? Mir kommen die Tränen. Ach nee, mir wird nur schlecht. Raus hier, Kleiner. Aber bleib in der Stadt. Wir brauchen dich hier vielleicht nochmal. Ich werde sehnsüchtig auf mein Telefon starren wie ein verliebtes Highschool-Mädchen. Es gefällt Ihnen doch, oder? Raus hier! Jetzt! Oh, ist ja gut. Wie komme ich jetzt hier aber raus? Ach da unten. Raus hier. Und Sally ist weg. Wozu? Zum Angucken? Da ist er nüchtern. Glaube ich. Das ist Sally. Dann verlassen wir mal wieder die Stadt. Stadt sag ich schon. Warte mal. Das eine war im Regal, was auch immer es war. Ach, der Gleiterkubus, gut. Auf die Straße und ab in die Bar. Was zum Geier ist hier los? Ist das so eine Art Witz? Wenn ja, dann kapiere ich ihn nämlich echt nicht. Okay, erstmal die Fakten. Ich erlebe denselben Tag nochmal. Yep. Ich war nie ein Vorzeigeschüler, aber ich glaube, das sollte nicht passieren. Jedenfalls nicht um diese Zeit im Jahr. Dazu kommt, ich bin der Einzige, dem das klar zu sein scheint. Außer dem Penner. Also habe ich den Verstand verloren? Meine Mom hat immer gesagt, wenn ich zu lange dieses Spiel mit dem italienischen Klempner spiele, macht es mir das Gehirn kaputt. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich mal passieren würde. Aber trotzdem, ein paar Sachen, die ich gestern gemacht habe, blieben unverändert. Ich habe immer noch das Geld von Mel und die Feuerleiter ist auch noch kaputt. Das ist echt seltsam. Vielleicht ist der dämliche Ring der Schlüssel. Ich glaube, ich muss ihn wieder beschaffen und das schnell. Hey, sieh mich nicht so an. Wir kriegen das schon hin. Genau. Na dann. Also, zu Mel.